und einen Bock geschossen. Hier war nämlich der Akku leer vom Mikrofon, vom Sender. Hier erzähle ich euch gerade, dass wir an die Halle 1 gehen, dass wir oben auf der Empore stehen und dann runtergehen und uns da umschauen. Auf der Empore in der Halle 1 findet ihr viele Gelände, Wohnwegen, scheint ein neuer Trend zu sein. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Einmal im Blick von oben über die Halle 1. Ihr habt hier Hümer, Eriba, also die Hümer-Gruppe. Ihr habt LMC, ihr habt Bürstner, Forster, Benimar. Also sprich, müsste ja hier irgendwo hinten die Eura-Gruppe sein, also beziehungsweise Euramobil, das ist ja die Eura-Gruppe. Ja, wollen wir mal sehen, was wir denn so finden. Und vor allem, es wird gerade ein bisschen voller. Ich werde nicht alles filmen können. Mal sehen, was uns vor die Linse kommt. So, jetzt kenne ich mich wieder aus, ne? Euramobil. Ich fahre ja selber ein Euramobil, ein IL27 EF, also nicht der EB, der hier steht, sondern ein EF. Schauen wir einfach mal drüber, was denn neu ist oder ob es was Neues gibt. Schauen wir mal in den EB rein. Müsste ja das gleiche sein wie unserer. Ja gut, ihr kennt das Fahrzeug, wer bei mir schon mal reingeguckt hat. Einzelbetten im Heck. Eine andere, ja, Polsterung hinten. Dusche ist die gleiche, nur dass hier eine Kleiderstange drin ist, die bei uns nicht drin ist. Schauen wir noch kurz ins. Ja, einmal das Bad ist ja waschbinkelmäßig. Ja, genauso wie bei uns. Schon ein bisschen größer. Reicht auch. Toilette, klar, logisch. Mit Kassette. So, in dem ist diese Platte hier verbaut und nicht die Mineralplatte wie bei uns. Ja, bei uns ein Kaffeefleck und ihr könnt schrubben ohne Ende und habt, wenn ihr Pech habt, den Fleck drin und kriegt ihn nicht mehr raus. Ja, was ich jetzt natürlich wieder nicht verstehe, ist, warum die Elektronik vom Heck wieder nach vorne auf die Beifahrerseite gewandert ist. Muss ich nicht verstehen? Ja, nun denn. Ja, gerade wieder mitbekommen, als ja, Kundschaft, sag ich mal, im Fahrzeug drin war. Es wird gedrückt, bis es nicht mehr geht oder die Scheiben ja nicht nach unten gehen, das Hubbett nicht mehr runter geht. Geht bitte pfleglich mit den Fahrzeugen um. Die Fahrzeuge werden dann noch verkauft. Ne? Wenn die Klappe nicht aufgeht, dann fragt Standpersonal, die machen euch die Klappe sicher auf. Also geht bitte pfleglich mit den Fahrzeugen um. Ihr habt hier am Stand natürlich auch die ganze Flotte der Conturas. Da könnt ihr euch informieren. Natürlich darf der Xtura auf dem Stand von Euramobil nicht fehlen. Aufgebaut auf dem Mercedes-Benz Sprinter. Die Kollegen auf YouTube haben schon viel von dem gefilmt. Zeigen wir jetzt nur von außen, vor allem weil auch gerade Kundschaft von Eura drin ist. Ist mehr so ein ja, Expeditionsfahrzeug von seinem äußeren Erscheinung her. Hier schön aufgebaut noch mit Delta-Felgen drauf. Gucken wir uns das Ganze nochmal von hinten an und das Heck vom Xtura. Was mir jetzt hier auffällt, ist, dass die ja, Heckleuchten einfach rumgedreht sind oder um ja, 180 Grad gedreht sind. Ihr habt hier eine Leiter zum Aufsteigen und soviel ich weiß, hat der oben auch eine ja, Sonnenterrasse, nenne ich es mal, wo ihr euch oben hinsetzen könnt und Vögel beobachten, Tiere beobachten, irgendwo im afrikanischen Busch. Ja, und am Stand von Bürstner habt ihr den Liceo Galerie mit dem aufblasbaren Dach. Ich sage ja immer, sieht immer aus wie ein Wal, der auf Planktonfang ist. Ich weiß halt nicht, ob irgendwann nicht das Ding undicht wird von der UV-Strahlung. Da müssen wir erstmal oder muss man erstmal warten und ein paar zehn Jahre oder so mit UV-Bestrahlung im Sommer, wie es dann aussieht. Ah, und bei Hümer, sprich bei Eriba, gibt es den Eriba K. Wer die kleinen Wohnwägen, die farbigen, kennt, wird sich hier wiederfinden. Viele Kollegen von mir haben die schon vorgestellt, daher nur ein kurzer Blick von außen. Ah, kurz doch ein Blick rein. Kann sich jeder mal ein Bild machen, wie er denn aussieht, dieses Fahrzeug. Hier ausgestattet in Leder, aufgebaut auf dem VW Crafter. Ah ja, schönes Auto. Und hier die Wohnwagen dazu,
Alle im Retro-Design, ihr kennt die Farben ja schon. Ihr habt das sicherlich schon gesehen auf der Straße. Naja, ganz klassisch bei Hümer der MLT 580 und auch der kleine Bruder der MLT 570. Dann habt ihr hier noch den Kastenwagen auf Mercedes, den Hümer Yellowstone. QR-Code, dann kommt er auf das Fahrzeug. Bei Detlefs gibt es den neuen Trend. Ich filme euch mal da ab, was denn alles da angegeben ist. Der i7057 EBL. Jetzt schauen wir mal, ob wir rein können, dass ihr zumindest noch von innen ein Bild habt. Ja, einmal das Fahrzeug von innen hier in dem schönen Weiß gehalten. Ihr habt eine Side-to-Side-Sitzgruppe, natürlich aufgebaut auf dem Fiat mit dem Automatikgetriebe. Ihr habt hier drin ein Hubbett, eine schwarze, dann habt ihr hier eine schwarze Küche. Was hier anscheinend groß in Mode ist, nicht hier, also allgemein, ist die Filzoptik. Wir können die Geschichte nach hinten abtrennen. Was hier nicht schlecht ist, ist zum Beispiel, dass der Kühlschrank mal nicht im Schwarz ist, sondern mal hier echt in Wagenfarbe oder Interieur angeglichen ist. Die breite Tür. Oben habt ihr das Bedienpanel, was mir persönlich erschlagt mich nicht so gefällt. Ich fahre kein Boot, ich fahre ein Wohnmobil. Ja gut, nun denn. Zwei Längsbetten, aufstellbar, genügend Stauflächen oder Stauräume oben drin. So, schauen wir noch kurz ins Bad. Ja, ganz normales. Ihr könnt das Ganze dann abtrennen zum Raumbad. Waschbecken ist wieder ein bisschen klein. So, jetzt schauen wir noch gegenüber in die Dusche. Ja, die Dusche. Sehr schön hell beleuchtet. Den berühmten Telefonhörer an der Dusche. Ja, klar, ist geschuldet dem Radkasten, dass ihr hier einen Absatz habt. Und die Bodenplatte aus Holz ist auch natürlich drin. Ja, Blick in die Heckgarage von dem neuen Detlef Trend. Auch bei Detlefs der neue Yoka Go. Ihr werdet überrascht sein, was für eine Riesentür das Teil hat. Ist mehr so das Aktivfahrzeug. Ja, einmal im Fahrzeug drin. Ihr habt hier eine Hecksitzgruppe. Ihr habt hier verbaut die ganzen Airline-Schienen und könnt durchgängig bis vorne alles verzurren. Küche gibt es natürlich auch. Stauflächen oder Staukästen sind hier aus Cordua gehalten. Habt hier hinten eine große Klappe, die nach oben geht. Und könnt auch ein Außenzelt über die Klappe drüber spannen. Fahrzeug aufgebaut auf einem Ford. Ihr könnt hier noch ein Bett reinbauen, um zu schlafen. Natürlich Schaltfahrzeug. Den Ford kenne ich. Ich fahre das Auto ja quasi als normale Version. Ah, und hier die große Tür. Zweiflüglich. So, dass er zum Beispiel was Fahrräder oder aber auch mal ein Trail-Motorrad reinstellen könnt. Ja, und hier nochmal den Yoka Go. Ihr könnt natürlich auch das Motorrad reinstellen. Auch die Firma Karmann ist hier vertreten mit dem Dexter. Das Designpaket, die coole gelbe Farbe, die Applikationen in Gelb könnt ihr hier
als Messeaktion, also das Konzeptpaket für 0 Euro inklusive. Und in der Halle findet ihr auch die ganze Armada von Fendt-Caravan. Also auch hier auf der Messe, auf der CMT, wer einen Wohnwagen sucht, wird hier auch fündig. Jetzt sind wir in der Halle 3, da werden wir mal durchgucken. Wie ich schon gesehen habe, Kastenwagen, 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 wie jemand sagt, weiß nichts gegen die Kastenfahrerwagen heißen soll. Ne? Wir schauen mal durch, was wir denn alles an Fahrzeugen denn sehen. Ah, hier habt ihr mal die, ja, ich nenne es mal Mikrocamper. Auf dem Aufbau oder beziehungsweise vom Aufbau von Campster. Natürlich aus, ich schwenke euch nach unten, von der Pössl Group. Ich finde die Farbe relativ ansprechend. Gut, Tanja sagt immer so zum Auto, reines Sommerfahrzeug, oben wegen dem Hubdach. Ja, einmal reingequillt in den Fenster. Ihr könnt hier die Rückbank umlegen und habt hier seitlich noch eine Küche und ein bisschen Stauraum. Na, natürlich ist auch hier Pössl vertreten, einmal mit dem Summit und relativ vielen Ausstellungsstücken. Die Firma Ventura ist hier auch vertreten. Ich schwenke euch mal kurz oben rum. Pössl, das Original. Klopka ist auch da. Und jetzt gehen wir mal nach hinten. Westfalia und auch Schottiline sehe ich. Oben kommt noch Rapido. Ja, ich will mal sehen, was ich noch filmen kann. Hier mal einen kurzen Blick über Schottiline. Auch Schottiline hat einen kompakten im Angebot, der jetzt 2,15 Meter breit ist. Hat auch einen Kastenwagen, den 60 FT. Hupe geht. Ja, einmal einen Itineo, den SB 740. Itineo hat normalerweise einen Doppelboden. Ich schaue mal kurz auf den Preis. Fahrzeug, wie es hier steht, in der Ausstattung Grundpreis 81.800 und mit der Ausstattung einfach mal auf Halt drücken, angucken, dann ist das Fahrzeug bei 100 und, ja, 102, wenn man so sieht. So, einmal in den Itineo, schauen wir mal rein, recht helles Design. Hat hier ja, als integrierter Doppel- oder beziehungsweise ja, Doppelbitten, Etagenbitten hinten drin. Eine ja, Dusche recht groß. Schauen wir nochmal schnell ins Bad rein. Ja, ganz normales Bad. Okay, das Waschbecken finde ich jetzt ein bisschen klein. Oh, schöne schwarze Küchenzeile. Und wenn ich hier unten schwenke, eine Riesenklappe im, ich gehe mal von aus, Doppelboden. Ja, so viel zum Itineo. Ja, ihr seht es nicht ganz, aber Tourney ist auch hier mit seinen Vans. Waren ja letztes Jahr auch da. Immer gerne besucht. Außendesign finde ich relativ gelungen. Ihr habt hier auch die Firma Joa, die ja, jugendliche Marke und im krassen Gegensatz dazu gegenüber Le Voyageur natürlich das etwas hochpreisigere Segment. Ja, auch die Firma Francia ist hier vertreten mit einem auch teilintegrierten, mit dem Now. Ich muss mal hin rumgehen, ob er auch hier eine Klappe an der Heckgarage hat.
Okay. Hat mich jetzt überrascht. Keine Heckklappe am Francia hinten. Dafür zwei Heckklappen seitlich. Auch die Firma Adria ist hier vertreten. Einmal mit ihren Vans, aber auch mit dem Sonic und auch dem Supersonic, also den integrierten Modellen. Ja, also auch hier in der Halle 3 findet ihr die Firma Adria.